Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die GTA-Trilogie haben wir jetzt hinter uns. Was kommt als nächstes? Natürlich ein GTA Online DLC. Rockstar Games hat schon in der Vergangenheit, als sie die GTA-Trilogie angekündigt haben, das nächste GTA Online DLC angeteased. Wir wissen ungefähr, was da passieren wird und es ist nicht mehr weit. Normalerweise veröffentlicht Rockstar Games Anfang Dezember, Mitte Dezember ein Winter-DLC. Und was das sein könnte, schauen wir uns jetzt in diesem Video hier an. Hier haben wir diesbezüglich neue Informationen, neue Leaks bekommen, also bleibt auf jeden Fall dran. Eine ganz wichtige Info, meine Freunde, wenn ihr das Video jetzt seht, bin ich wahrscheinlich auf dem Weg nach Essen, denn ich bin zum BenQ-Event eingeladen worden. Das heißt, am Samstag findet ein BenQ-Event statt. Es ist ein Gaming-Event, dort wird gezockt und ich, Julex und Venomames wurden eingeladen und jeder von uns durfte einen Zuschauer mitnehmen. Ich durfte auch einen Zuschauer mitnehmen. Dann werden wir am Samstag richtig zocken. Da wird auch ein Video noch dazu kommen, denn BenQ nimmt das professionell auf. Mal gucken, ob ich die Filmmaterialien zur Verfügung gestellt bekomme. Wird auf jeden Fall richtig geil. Und am Sonntag findet ein Abonnententreffen statt mit Julex, Venomames und mir. Wenn ihr aus der Nähe von Essen kommt und gerne vorbeikommen wollt, schreibt mir auf Instagram und ihr könntet noch vorbeikommen und wir könnten uns sehen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Aber kommen wir mal ganz schnell zu diesem Video hier. Und vorher, Leute, abonnieren natürlich, wenn ihr keine weiteren GTA-News mehr verpassen wollt. Wir haben von TestFun neue Informationen erhalten, wie das GTA Online DLC sein wird. Ihr kennt alle TestFun. TestFun ist eine sehr seriöse Person, der schon in der Vergangenheit immer vorher Sachen geleakt hat. Und er schreibt folgendes. Das nächste Update trägt den Codenamen Fixers laut den Quellen. Fixers, da kann ich mir jetzt noch nichts drunter vorstellen, aber das nächste GTA Online DLC wird anscheinend Fixers heißen. Der Codename deutet auf die Rückkehr von mehr Tuner-ähnlichen Verträgen hin. Da Dr. Dre beteiligt ist, haben wir ein legales Geschäft, wie Rockstar Games es bereits schon angedeutet hat. Fokus liegt hier auf die Musik, was mit neuen Lizenzen bzw. Verträgen erweitert worden ist. Das heißt, das nächste GTA Online DLC wird quasi ein legales Business sein und wir werden mit Musik zu tun haben, wie zum Beispiel das letzte Update, wo wir eine Disco bekommen haben, wo wir einen Club bekommen haben. So ähnliche Missionen könnten wieder vorhanden sein und wir werden anscheinend auch Tuners-Content bekommen, vielleicht neue Autos, das wird sowieso kommen, mit neuen Tuner-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Wenn ich das so lese, bin ich eigentlich nicht davon überzeugt. Selbst zu dem Zeitpunkt, als Rockstar Games das DLC angekündigt hat mit legalen Geschäften und so weiter und so fort, da war ich auch nicht so sehr überzeugt, denn im Endeffekt klingt das schon meiner Meinung nach langweilig. Natürlich, es muss nicht langweilig sein, vielleicht wird das ganz krass sein, aber wenn wir mal die vergangenen DLCs anschauen und wie krass Rockstar Games diese angekündigt hat, ist meine Hoffnung verständlicherweise sehr, sehr niedrig. Dr. Dre wird anscheinend auch damit beteiligt sein, vielleicht bekommen wir neue Musik von ihm, das kann definitiv sein. Auch die Community ist von diesen Informationen nicht sehr begeistert. Da schreibt zum Beispiel jeder auf der Erde, oh mein Gott, es ist der Heist-Monat. Bedeutet das, dass wir neue Heist-Missionen bekommen werden? Rockstar Games macht zum zweiten Mal ein Tuners-Update. Wann haben wir Rockstar Games nach einem neuen Musik-DLC gefragt? Kommt schon, Rockstar Games, das geht besser. Gibt uns bessere DLCs, kein Nachtclub oder Car-DLCs. Und da bin ich derselben Meinung. Rockstar Games könnte viel bessere DLCs machen, anstatt so Tuners-DLCs 2.0 oder sonst irgendwas. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Rockstar Games erst so ein Update veröffentlicht, so ein kleines Update, was jetzt nicht so krass ist, wegen dem GTA 5 Expanded und Enhanced. Hätten wir eventuell dieses Jahr noch GTA 5 Expanded und Enhanced bekommen, hätten wir vielleicht dieses Jahr noch ein krasseres Update bekommen. Vielleicht wurde das richtige Update, was eigentlich im Winter erscheinen sollte, auch nach hinten verschoben, wegen GTA 5 Expanded und Enhanced. Das klingt für mich sehr, sehr logisch. Dass wir dieses Jahr so ein kleines Update bekommen, mit, ja, ein wenig Erneuerungen. Und dann nächstes Jahr, wenn die neue Version von GTA 5 erscheint, kommt dann das große Update, was eigentlich dieses Jahr geplant ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das Update, was jetzt im Winter kommt, groß oder klein ist. Laut diesen Informationen klingt es eher für mich klein, aber wir lassen uns definitiv überraschen. TestFun hat auch geschrieben, dass er von seinen Quellen hört, dass Rockstar Games immer mehr Ressourcen bzw. Entwickler dafür verwendet, die GTA-Trilogie zu patchen. Das würde heißen, dass das GTA Online Update und Red Dead 2 Online
Online-Update nach hinten verschoben wurde, weil Rockstar Games sich momentan auf die Verbesserungen in der GTA-Trilogie fokussiert, was auch meiner Meinung nach nötig ist. Das könnte auch heißen, dass wir das neue GTA Online DLC erst gegen Ende Dezember bekommen und nicht Anfang Mitte Dezember. Das muss nicht stimmen, es sind nur Informationen, die Tesfan gehört hat, aber es bleibt definitiv spannend, was wir da bekommen werden. Falls wir neue Sachen bekommen, werde ich euch definitiv informieren. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es interessant, was Tesfan geschrieben hat? Würdet ihr euch freuen, wenn wir hier so ein Tunas DLC 2.0 bekommen würden oder eher nicht? Schreibt mir nochmal in die Kommentare. Lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss!